So, willkommen zurück. Wir sind immer noch am Entkommen, liebe Leute. Hier bei Assassin's Creed Valhalla. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Name ist Markus Mal und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich hier zum Gameplay. Ja. Nicht unbedingt. So. So, komm her. Ah, du willst nicht kommen, okay. Dann muss ich dich halt enttäuschen und muss Adios sagen, weil ich muss jetzt los. So, da hätten wir noch jemanden. So, mach den Weg frei. Mach mir den Weg frei, Alter. Ich stehe mir nicht im Weg, so. Jetzt gehen wir mal schnell rüber zu unseren Freunden. Zurück. Haben aufgegeben. Es ist wie es ist. Wir haben alles probiert. Vielleicht liegt er noch unten. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Vitor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Er könnte den Sturz überlebt haben, ja. Oswald könnte überlebt haben, Rüd ebenso. Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwegen. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen. Können wir denn nicht einfach gucken gehen? Warte mal, was? Können wir mit der sprechen? Warte mal. Elmenham wird sich nicht erholen. Warte doch mal, bleib doch mal stehen. Okay, wir haben eine neue Quest. Warte mal, wo ist die denn überhaupt, die neue Quest? Ah, da machen wir mal eine Schnellreise, würde ich fast sagen. Ah, Schnellreise hier hin, zack. So, jetzt sind wir da, weil es ist viel einfacher. Gewinnen wir natürlich Zeit. Siedlungsverschönerung. Du kannst deine Siedlung mit verschiedenen Skulpturen und anderen... Das war mir jetzt zu schnell. So. Tipps, die man nicht lesen kann. Okay, wir sind da. Norwig. Wir müssen uns mit den Leuten schnell treffen. Wo ist denn das hier? Ich mag laufen nicht. Da gehe ich lieber. Da reite ich lieber auf mein Pferd. Das geht schneller. Ja, da könnte ich auch mal fragen, ob er neue Pferde hat im Stall hier bei dem, weil. Willkommen! Ich frage immer gerne, Laden ansehen. Nee, der hat nichts. Sag mal hier, Verfügbarkeit. Was war das jetzt hier? Der war nicht auch schlecht, aber das mir. Der ist auch nichts. Pazival. Der ist auch schön, aber. Wildfang. Völlerei, Lammerei. Es gibt auch keine Info zu den Pferden, ne? Aber der ist schön hier. Den könnten wir nehmen. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe es auch, so. Ich habe eine Stange Geld jetzt bei dir hier gelassen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Ah, der hat schon was Stattliches. Gefällt mir. Ein schönes Pferd. Ja. Bisschen groß, aber. Ist okay. Ist okay. Na, so, wo sind wir denn da? Da vorne. Komm. So. Ist ein bisschen schwer.
Bleib ruhig, Kleiner. Alles gut, Sir. Oswald ist nicht tot. So, was ist denn jetzt hier? Noch ein verlogener König. Du solltest nicht ständig in Med baden. Wie soll ich Jarlhalf dann gegenübertreten? Ich enttäusche ihn schon wieder. Wir finden, Du enttäuscht niemanden. Rüds Clan ist stark geschwächt. Wir könnten dieses Land immer noch heilen. Welche Tane riskieren jetzt noch ihre Ärsche? Oswald war der Letzte mit einem Fünkchen Tapferkeit. Tragen wir den Kampf zu denen, die von Rüds Clan übrig sind, bevor sie uns angreifen. Leichter gesagt als getan. Seine Männer haben sich in Castelburg verschanzt, einer Festung umgeben von Wasser. Im Wasser? Dann muss es einen Hafen geben. Allerdings, geschützt durch ein Tor aus schwerem Eisen, flankiert von spitzen Holzpfählen. Sehr schwer aufzustemmen. Holz brennt. Das tut es, aber wie kommen wir dahin? Wir tränken den Bug deines Schiffes mit Öl und lassen es brennen gegen das Torsegel. Sie würden uns kommen sehen, lange bevor wir die Mauern erreichen. Dann stellen wir eine Fürth auf, eine Armee aus den Bauern East Anglas. Wir schicken sie als Ablenkung gegen das Haupttor. Sachsen, die für einen Haufen Dänen ihr Leben riskieren? Unwahrscheinlich. Es kann funktionieren, Finn. Wenn sie in Oswalds Namen kämpfen, wird ihnen das mehr als genug Mut verleihen. Ihr da! Habt ihr von Tan Oswalds Schicksal gehört? Ja, er nahm Rüd, diesen dänischen Teufel, mit sich in den Schlund der Hölle. Rüd mag in der Hölle schmoren, doch sein Clan plagt East Engla weiter. Schließt ihr euch uns an, um seine Hunde aus eurem Königreich zu treiben? Für Oswald? Ei, ohne Zögern. Zwei eifrige Sachsen machen noch keine Fürth. Aber vielleicht hast du recht. Wir haben eine Chance. Ich reite nach Elmenham und sammle dort Oswalds restliche Männer. Wer würde sich uns noch anschließen? Der Greve von Theodford, Winston. Ein verbitterter alter Mann, doch er würde bis zum letzten Blutstropfen für sein Land kämpfen. Schlagen wir einen Vorposten bei den Ruinen nördlich von Castelburg auf. Reite mit mir, Finn. Wir suchen diesen Greve auf. Hoffentlich ist Theodford von Rüds Gräueltaten verschont geblieben. Hoffnung ist rar gesät in diesem Königreich. Dennoch, ich halte mich lieber an etwas fest, als alle Hoffnung aufzugeben. Na gut, okay. Dann mal rein, mal los, ja. Und vor allem Komm. Werden wir uns seiner Hingabe zu Gott und seiner Berufung erinnern. Auf geht's. Dann wollen wir uns darum mal kümmern, dass wir da ankommen. Wir haben aber nicht nachgeguckt, ob der denn nicht... Warte mal. Muss mal gucken, wo wir hin müssen. Wir laufen gerade in die falsche Richtung immer. Gut, wir nehmen mal hier die Kurve. Und dann müssten wir schon in die richtige Richtung langsam laufen. Reiten. Nicht laufen, sondern reiten. So. Schade, dass wir nicht nachgeguckt haben, ob er lebt oder nicht lebt. Das ist jetzt, das bleibt spannend, ne? Ist er jetzt am Leben oder ist er tot? So, hey, da ist der Stadttor. Reitet man nicht. Merkt ihr das? Ja, ist ja gut, auf rumzuheulen jetzt hier. So, auf durch da. Wenn wir Rüds Clan weiter erlauben, sich in diesem Königreich auszutoben, werden die Menschen genauso verheert wie das Land. Und was tun wir? Wir reiten in die... Wo ist er denn? Hä? Wo hab ich den jetzt gelassen? Ich hab ich den jetzt so hinter... Da vorne ist er doch, komm! Was tun wir? Wir reiten in die Fens hinaus, um ein paar verängstigte Bauern um Hilfe anzuflehen. Um für einen... Ja, kommst du denn nicht, was? Um für einen König zu kämpfen, den du ihnen gabst, Finn. Vergiss das nicht.
Meine Aufgabe war es, einen König zu finden und nicht ihn vor allen Gefahren zu beschützen, die da lauern mögen. Oswald war noch nicht gekrönt oder verheiratet. Ich würde sagen, dein Werk ist noch nicht vollendet. Ja, ja, du musst es mir nicht unter die Nase reiben. Ja, dann komm doch jetzt, reite doch mit mir. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt beweg dich doch mal jetzt hier, Menschenskinder. Komm. Willst du nicht, okay. Der will nicht. Auf, gib ihn. Ja, noch ein schönes, hübsches Pferd. Komm, reite den Questziel in der. Verstecken und jagen macht euch. Jetzt nicht, Jungs. Ich muss zu dieser Spezialmission. Diese dreckigen Bauern müssen noch mehr haben als das. So, Theofort, da sind wir da. Was ist denn jetzt hier? Der Herr uns gibt. Und du, Vater? Hier ist ja alles niedergebrannt. Es wird nichts übrig bleiben. Ich, damit du stark bist. Alles ist weggeben. Alles. Ruhig, mein Freund, wir bauen wieder auf. Das verspreche ich dir. Ich habe keine Kraft mehr. Halte durch! So, reden wir mit denen. Eier, hierher zu kommen. Eure Leute haben das angerichtet. Ach, liebe Leute, das Spiel ist schon wieder hängen geblieben. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel. Entweder mit dem PC, aber ich habe das neue Nvidia, den neuen Nvidia GeForce Driver installiert und es kann sein, dass das da irgendwas stimmt da nicht. Also, ich glaube, das reicht erstmal für diese Aufnahmesession. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Seht ihr, ist abgestürzt. Kann ich nichts machen. Danke fürs Zuschauen.